Herbst- und Winterzeit ist Suppenzeit und deshalb kochen wir heute eine nahrhafte Hühnersuppe mit Kartoffeln und Nudeln. Viel Spaß mit dem Video! Zunächst bereiten wir das Gemüse vor, schälen es und schneiden alles in gleichmäßige Würfel. Dann kommt etwas Butterschmalz oder auch anderes Fett in einen Topf und darin werden erst einmal die Zwiebelwürfel glasig angebraten. Danach geben wir das Suppengemüse dazu, bestehend aus Karotten, Sellerieknolle und Lauch. Als nächstes geben wir frisch gemahlenen Pfeffer und auch Salz dazu. Außerdem kommen noch 2 Lorbeerblätter hinein. Die geben der Suppe auch ein feines Aroma. Danach können wir die gewürfelten Kartoffeln hineingeben. Und als Fleischeinlage nehme ich Hähnchenunterkeulen. Die verteilen wir einfach auf dem Gemüse und gießen so viel kochendes Wasser darauf, bis alles gut bedeckt ist. Das ist dann so etwa 1 Liter Wasser. Dann kommt der Deckel drauf und wir kochen die Suppe für etwa 25 bis 30 Minuten auf mittlere Hitze. Nach der Kochzeit werden die Hähnchenunterkeulen herausgenommen, um das Fleisch vom Knochen zu lösen. In der Zwischenzeit geben wir schon mal die Suppennudeln dazu und lassen die Suppe danach noch etwa 5 Minuten weiterköcheln, bevor wir sie von der Kochstelle nehmen. Von den Hähnchenunterkeulen wird erst einmal die Haut entfernt, das Fleisch wird abgelöst und in mundgerechte Stücke geschnitten. Ich mache das alles mit Messer und Gabel tatsächlich, weil die Fleischstücke bzw. die Unterkeulen wirklich extrem heiß sind. Sonst würde das mit der Hand wirklich besser funktionieren, aber so ist das besser für meine Finger. Danach nehmen wir zunächst die Lorbeerblätter heraus, wenn wir denn beide finden, und geben dann das Fleisch dazu. Wir lassen es für etwa noch 2 bis 3 Minuten in der Suppe warm werden und geben dann noch zum Schluss frische gehackte Petersilie dazu. Und schon ist die leckere Hühnersuppe servierbereit. Das ist doch genau das Richtige für die kalte Herbst- und Winterzeit. Und vor allem, wenn man mal erkältet ist, tut die Suppe unheimlich gut. Schreibe mir gerne in die Kommentare, wie dir das Rezept gefallen hat. Und vielen Dank für deinen Like und dein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!